Und an Tisch 2 sehen wir das Finale im Herren-Doppel. Hier stehen Jonas Becker und Maximilian Heet gegen Tobias Ehret und Kenan Dürkmann. Und hier leitet die Begegnung Tobias Wille und ihm assistiert Roland Gebhardt. Zweimal Mittelfranken. Kenan Dürkmann spielt Vereinigung Erlangen. Hat auch mal in Winsbach gespielt. Tobias Ehret spielt noch in Winsbach. Soweit ich weiß, der Regionalliga. Kombination Linkshänder, Rechtshänder, wir wissen es alle, mit leichten Vorteilen bei den Laufwegen. Fast alle Weltklasse-Doppel werden so zusammengestellt, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Das heißt, die Chinesen können das, die haben immer genügend Linkshänder, die dann zu einem Rechtshänder passen. Bei anderen Nationen ist da nicht so viel Auswahl. Und wenn es ganz schlecht läuft, muss sogar mal ein Rechtshänder mit einem Rechtshänder spielen und trotzdem versuchen zu gewinnen. Daran mag es vielleicht liegen, dass Kassan und Walter, soweit ich das weiß, nie Weltmeister im Doppel waren. Selbst in den Jahren 89 bis 91 nicht, wo sie im Einzel eigentlich den Rest der Welt einigermaßen im Griff hatten. Aber es muss grundsätzlich nicht so sein, dass zwei gute Einzelspieler auch ein gutes Doppel spielen. Im Gegenteil, man weiß das. Sehr oft findet man im Doppel ganz andere Herrschaften als im Einzel. Den Europameistertitel geholt. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Aber jetzt mal ein paar Töne vom Stadionsprecher Dr. Carsten Matthias. 18 Jahre alt, die beim TV Aufstellen in der Bundesliga spielt. Sie ist im Moment Nummer 20 der deutschen Rangliste und sie ist Titelverteidigerin. Sie strebt nach ihren Siegen 2018 und 2019 Hattrick an. Begrüßen Sie bitte Franziska Steiner. Und ihr Gegenüber im roten Trikot, Laura Tiefenbrunner vom TSV Schwarzhausen aus der ersten Bundesliga. Dieses Endspiel haben wir jetzt schon mehrfach gesehen, denn Laura war in den letzten beiden Jahren genau gegen Franziska unterlegen. Sie holte sich zwar viele andere Titel, zum Beispiel in diesem Jahr schon des gemischten Doppels und im letzten Jahr auch, aber schauen wir mal, wie die Nummer 36 der deutschen Rangliste, die hier steht. Laura Tiefenbrunner. Heinz.
5-3. Thank you.
Das Handy eines Schiedsrichters? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Schon im ersten Satz. Netzberührung und dann aus. Ärgerlich natürlich, besonders bei dem Stand. Der kam nicht mehr so richtig hoch. Unterm Schläger durchgerutscht. Also ganz knapp dieser erste Satz zugunsten der Gräfelfinger, Max Heeg und Jonas Becker. Im Bild meine Mittelfranken. Kenan Bergmann. Irgendwo höre ich sie nicht und sehe sie auch nicht, die Melodie. So heißt nämlich seine Mama, Melodie Bergmann, aber entweder heute Morgen. Ah, da oben könnte sie stehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie auch immer. Sie war jedenfalls schon in der Halle. Spielt ja selber auch ein bisschen Tischtennis. Auf geht's. Zweiter Satz. Es geht um den Titel des Bayerischen Meisters im Doppel. 2020, der erste, der in diesem neuen Jahrzehnt zu vergeben ist. Den will man noch haben. Aufschlag. Jonas Becker, die Nummer 5. Bye.
Thank you.
Ja, wenn es noch was werden soll, dann jetzt die Wende einleiten. Zum Beispiel mit dieser wunderschönen Linkshänder-Vorhand von der Nummer 14, Kenan Bergmann. Richtig guter Ball, aber halt wieder genau auf den Schläger. Das ist das Problem bei den Reflexen. Da fürchte ich, die sind so automatisiert. Ich möchte dazu gerne mal wissen, wer von den modernen Spielern auch den Ball auf den Ellenbogen automatisiert, also im Systemtraining, fest im Kopf verankert, sodass der als Reflex kommt, weil Zeit zum Überlegen bleibt er nicht. Doppel gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf den Gegner zu zielen, der gerade gar nicht spielen darf. Sicherste Methode, wenn der nicht mehr wegkommt. Nochmal die Chance. Das bringt einen zu machen zum Ausgleich. Ja! Der war zu gut, weil eben auch genau dahin platziert, wo der Tobias Erret nicht mehr auf die Seite kam. Aber vermutlich hätte er auch dann, wenn er Platz gehabt hätte, nur schwer erreicht. Gute Platzierung, und das, denke ich, wird in Zukunft das A und O sein beim Tischtennis. Alle knappen Dinger weg. Die Technik ist Grundvoraussetzung, die hat man einfach. Aber dann Platzierung. Die neuen bayerischen Meister kommen aus Gräfelfing. Da wechseln wir in einen fünften Platz, aber wir gratulieren jetzt schon mal für den bayerischen Meistertitel den neuen bayerischen Meistern im Herrendoppel Jonas Becker und Maximilian Hilfiger.